Toblerone ist der Gewinner. Ich habe euch ja wieder gefragt am Freitag, welches Eis ich am Sonntag reviewen soll. Und zur Auswahl standen Oreo, auch in diesem kleinen Becher, und Daim und eben Toblerone. Und Toblerone hat jetzt gewonnen. Ich bin gespannt auf das Eis, weil ich die Toblerone-Schokolade, hier sieht man ein Stückchen davon, das sind immer diese Zacken, früher sehr, sehr gerne mochte. Auf dem Bild sieht es auf jeden Fall so aus, als wäre es relativ klein, also als wären die Stückchen relativ klein. Und als wären diese Stückchen und eine Soße drin. Ob das so ist, das schauen wir uns jetzt an. Gekostet hat das Ding übrigens 99 Cent, weil das ist nächste Woche bei Aldi im Angebot. Und zwar alle Sorten davon. Daim, Oreo, Toblerone und Milka. Das heißt, falls das jetzt lecker ist oder ihr die anderen schon kennt und die lecker findet, könnt ihr euch das dann ja kaufen. Das ist auf jeden Fall günstiger. Bei Kaufland kostet es sonst, da bekommt man das nämlich auch regulär, 1,79. Und bei dem Netto, wo ich war, 1,49. Also 99 Cent ist dann tatsächlich nochmal günstiger. Und zum Glück hatten die das eben am Samstag schon. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben Eiscreme, lustig geschrieben, Vanillegeschmack, mit 8% Milchfett, mit Milchschokoladestückchen, mit Honig und Mandelnougat, also Toblerone, und 14% Schokoladensauce mit Honig. Spannend, dass die hier anscheinend irgendwie, also wahrscheinlich haben sie die Schokoladensauce mit Honig mit reingepackt, damit das, ich weiß nicht warum, weil damit es auch nach Toblerone schmeckt so ein bisschen, weil ansonsten ist ja Schokoladensauce so oft mit Traubenzucker gemacht oder so. Das, ja, ist auf jeden Fall cool. Leider steht nicht drauf, wie viel Prozent Schokoladenstückchen drin sind. Zumindest kann ich das hieraus gerade nicht erkennen. Bei den anderen Sprachen auch nicht. Die anderen Zutaten seht ihr da auf jeden Fall. Und wir haben 185 Milliliter und 109 Gramm. Es ist also ein bisschen dichter als ein Cremissimo, würde ich sagen. Minimal. Wir sehen ja leider nicht, wie viel Sahne hier drin ist, aber ich glaube, es ist Milchsahne-Eis. Ich erwarte so ein bisschen eine Art Soft-Eis. Und ich mache es jetzt auf. Also diese Bilder da drauf sind ja schon so ein bisschen komisch, finde ich. Also Deckel habe ich abgemacht, ja. Aha. Hier ist der Löffel drin. Immerhin nicht aus Holz, aber so ein Löffel ist das auch nicht, wenn man ehrlich ist. Der war hier festgemacht, in diesem Bobbel. Also das hier ist mein Spatel, würde ich es eher nennen. Sieht spannend aus. Und jetzt mache ich es auf. Okay. Obendrauf Toblerone-Stückchen. Innen drin kann man auch welche erahnen hier. Und die Schokosauce sieht man auch. Es sieht jetzt allerdings nicht sehr stückchenhaltig aus. Also ich mag ja Mix-Ins immer gerne, wie ihr wisst. Die Basis, also das Eis hier, sieht tatsächlich so ein bisschen in Richtung Soft-Eis aus. Ich bin gespannt, ob es auch so schmeckt. Soll ja Vanillegeschmack haben. Ich probiere das jetzt mal. Es ist fester als Soft-Eis. Ist aber auch noch nicht dolle angetaut. Und es schmeckt lecker. Im ersten Moment dachte ich, ja, wie Soft-Eis, aber nein, es ist ein bisschen fester. Und es erinnert mich vom Geschmack an Minimilk Vanille. Wenn ihr das mal probiert habt, müsst ihr mir mal sagen, ob euch das auch so geht. Aber es erinnert mich an Minimilk Vanille. Ja, und ich mochte Minimilk Vanille sehr gerne früher. Ich probiere jetzt mal so ein Toblerone-Stückchen. Und es gefällt mir, dass es so ein bisschen fester ist und doch nicht ganz so soft, wie ich es erwartet habe. Dann ist es nämlich immer eher wie eine Mousse. Und das ist es hier nicht. Das sind die Toblerone-Stückchen. Man sieht jetzt erstmal nicht, dass da noch irgendwelche Krokantstücke drin sind, wie da unten in der Toblerone. Aber vielleicht merke ich die ja beim Reinbeißen. Die sind auf jeden Fall relativ klein, aber auch in dieser leicht dreieckigen Form gemacht. Also ich habe keinen Crunch-Effekt gehabt oder so. Und es schmeckt einfach
nach dem oberen Teil von Toblerone, weil eben kein Crunch jetzt mit drin war. Ich sehe, hier ist ein bisschen Crunch da. Ich probiere das jetzt nochmal. Sich ganz doll drauf konzentriert und vielleicht alle dieser Stückchen auf einmal isst, dann schmeckt man Toblerone, ansonsten schmeckt es einfach schokoladig. Die Schokoladensauce ist jetzt hier ein bisschen spärlich. Aber man kann sie sehen. Da ist sie. Ich habe sie rausbekommen. Konsistenz. Ja, ist soßig. Die Schokoladensauce schmeckt nicht besonders intensiv. Man spürt zumindest im Gegensatz zur Vanille-Eiscreme, dass es eine andere Konsistenz ist. Das ist schön im Mund. Also man spürt, da ist Soße. Aber auch wenn man den Geschmack nicht so groß rausschmeckt. Also es ist jetzt keine pure Schokolade. Es ist halt eher so eine Art... Es ist keine Schokoladensoße aus purer Schokolade, sondern das Zeug, was man eben auch meistens über dem Eisregal noch findet von Schwartau oder so. Und jetzt, sorry, ich musste jetzt eine Marke nennen. Mir fällt jetzt keine andere Firma ein. Eigenmarken machen das natürlich auch von Supermärkten. Also so eine Soße ist es. Nicht die hochwertigste, würde ich jetzt mal sagen. Aber passt auf jeden Fall ganz gut. Ich probiere jetzt mal alles zusammen. Also alles zusammen schmeckt echt gut. Ich schmecke persönlich jetzt nicht so viel Toblerone raus. Es schmeckt einfach nach Vanilleeis mit Schoko. Und wenn man das jetzt so ein bisschen antauen lässt, dann schmeckt es doch sehr mußig-sahnig. Nach einem schönen Vanilleeis mit Schokostückchen und Schokosoße. Und wie ihr hier auch schön sehen könnt, in jedem Löffel hat man so Schokoladenstückchen. Das ist doch schon sehr lecker. Also unten kommt am Rand nochmal ein klein wenig Soße. Hier seht ihr das. Dadurch ist das alles so ein bisschen verstrudelt und wirklich sehr lecker. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass die Soße in Verbindung mit dieser mußigen Eiscreme tatsächlich ein bisschen an, nicht an Monte, nach Haselnuss schmeckt es nicht, sondern an Dani-Sahne erinnert. Wenn man das so zusammen isst. Schmeckt echt ein bisschen wie Dani-Sahne, finde ich. Wer findet es noch? Was ich echt sehr positiv finde, ist, dass überall, also Schokolade, Schokoladenstückchen, davon gibt es wirklich nicht zu wenig. Die sind richtig gut vertreten. Und habe ich so nicht erwartet. Ich dachte, die sind echt nur oben drauf und dann war's das. Also das Eis ist echt gut. Ich glaube, im großen Becher bräuchte ich das nicht. Aber doch, ich bin positiv davon überrascht. Schreibt mal drunter, wie die anderen Sorten so sind, falls ihr die probiert habt. Oder wie ihr das Eis findet. Es gibt ja eben, wie gesagt, noch Daim, Milka, Oreo. Dann war's das mit der Sonntagsreview. Und Dankeschön fürs Einschalten. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ihr seht hier übrigens mein Stativ. Ich habe gerade schlecht eingestellt. Egal. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.